Heute wollen wir uns mal das Haushuhn ansehen. Von den Haushühnern gibt es insgesamt 2000 Rassen, welche heutzutage auf der gesamten weiten Welt existieren. Von allen Hühnern, die auf der Welt existieren, ist das Sussex-Huhn vielleicht sogar eines der bekanntesten Hühnerrassen, die es heute überhaupt gibt. Hühner hat man sich tatsächlich schon vor über tausenden von Jahren gezähmt, als man beschlossen hat, die Dschungelhühner, die es dort in Indien gab, zu züchten. Aus diesen Tieren entstanden unter anderem schon die ersten Hühnerrassen in Asien. Durch die spätere Beliebtheit gelangten die Hühner dann schließlich auch nach Europa und somit auch auf die britischen Inseln. Dort hat man das besondere Huhn, nämlich das Sussex-Huhn, gezüchtet. Eine der besonderen Eigenschaften des Sussex-Huhns ist vor allem, dass sie aufgrund ihres sanften Wesens recht anfängerfreundlich sind für Leute, die zum Beispiel das erste Mal mit Hühnerhaltung beginnen. Das Besondere an Sussex-Hühnern ist vor allem, dass sie auch gute Eierleger sind und man auf jeden Fall gewiss sein kann, dass diese auch sehr gute Leistung bringen. Obwohl Sussex-Hühner selber immer in der Literatur als weiß mit schwarzen Sprenkeln dargestellt werden, sind tatsächlich die Farbvariabilitäten von Sussex-Hühnern allgemein ziemlich variabel. Diese kann komplett braun sein mit weißen Tupfen. Und auch silbergraue Hühner gibt es innerhalb dieser Farbvariation. Und dann noch sämtliche Variationen zwischen grau, braun und rot. Besonders ausschlaggebend bei Sussex-Hühnern ist vor allem der kräftig rote Kamm bei den Männchen. Die Gewichte von Sussex-Hühnern sind ziemlich stark schwankend, je nachdem welche Zuchtkriterien die reinkommen. Ein Standard-Minimumgewicht eines männlichen Huhns ist zum Beispiel 4,1 Kilogramm. Ein Bantam-Maximum 1,5 Kilo. Bei den Weibchen ist ein Standard-Minimum 3,2 Kilo. Ein Bantam-Maximum 1,1 Kilo. Was das bedeutet, habe ich keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, dass Bantam sozusagen die Zwergrasse von denen ist. Zwergrassen haben vor allem den Vorteil, dass diese zwar kleiner sind, aber trotzdem in der Haltung tatsächlich noch etwas leichter sind, aufgrund dessen, dass man tatsächlich wenig Platz braucht. Die großen Hühner sind aber vor allem dazu da, um genügend Fleisch und Eier zu geben. Zwergrassen werden aber vor allem auch in Ausstellungen sehr häufig verwendet und repräsentieren dann sozusagen die Rasse an sich. Sehr häufig werden Hühner für dumm verkauft, aber das ist eigentlich falsch. Eigentlich sind Hühner, wenn man so nimmt, eigentlich sehr intelligente Tiere und wissen, was sie tun. Sie sind lernfähig, können einige Befehle erlernen und sie lernen vor allem auch von klein auf schon, wie man auf irgendwelche Zeichen reagieren kann. In dem Fall sind Hühner doch sehr besondere Tiere und nicht so doof, wie man eigentlich vorher dachte.